Diese Abendstadt haben wir am Monatsende. Was ist hier los? Klingt nach einem Problem. Wir sprechen von etwas Wichtigem, Fremde. Ja, bitte. Später. Genau deshalb mag ich oft lieber Pflanzen als Menschen. Sie sind weniger anstrengend. Ich entschuldige mich. Mein Volk war einst freundlicher, doch Hunger nimmt vielen ihre Herzlichkeit. Sieht aus, als würde es hier an ziemlich vielem mangeln. Kann man da irgendetwas tun? Jol hat recht. Wir brauchen Nahrung. Deshalb haben wir Jagdgruppen ins Altholz geschickt. Einen Wald im Norden. Wir haben nie Tiere gejagt, um zu essen. Wir mussten es nie. Doch da unsere Ernte ausbleibt, haben wir keine Wahl. Doch etwas anderes ging schief. Eine Maschine massakrierte die letzte Gruppe von Jägern. Ein Krallenschreiter. Und glaubt man dem einzigen Überlebenden, war er tödlicher als alle zuvor. Bis er fort ist, kann ich keine Jäger schicken. Und ohne Fleisch werden unsere Leute immer dünner. Ich hab dich da oben gesehen, als ich vor dem Chor gesprochen habe. Ja. Verzeih mir, dass ich dir nicht besser helfen konnte. Und vor allem so. Viele Utaru denken, dass wir über der Politik stehen. Aber das ist falsch. Ich bin oft nicht einig mit Fane. Doch ich muss häufig mit ihm zusammenarbeiten. Also wolltest du ihn nicht verärgern? Jedenfalls nicht so öffentlich. Nein. Nachdem du seine Verbündete, Kel, entlarvt hast, wird aber die Kraft seiner Stimme wohl etwas nachlassen. Und deine wird vielleicht lauter? Wir werden sehen. Wie lange kann der Stamm ohne weitere Nahrung auskommen? Die Landgötter schaden den Feldern jeden Tag mehr. Ein Monat? Vielleicht zwei? Das Verrückte ist, dass viele sich damit abgefunden haben. Wie Fane, der uns einfach auf den Tod warten ließe. Er sagte, der Tod ist nur ein Teil des ganzen Kreislaufs. Du würdest lieber etwas tun? Ja, wie Jäger im Altholz jagen zu schicken. Fane hat auch das abgelehnt. Er wird das Schicksal der Jäger sicher dazu nutzen, Leute auf seine Seite zu ziehen. Wenn wir ihn lassen. Erzähl mir alles, was du über die Maschine weißt, die Jäger angriff. Sie wurden am Rand des Altholzes angefallen und einer, Wenn, überlebte und schaffte es zurück nach Rheinklang. Wenn du ihn befragen willst, unsere Heiler pflegen ihn gesund. Die anderen vier Jäger hatten nicht so viel Glück. Es muss eine mächtige Bestie sein. Kannst du sie vernichten? Ich habe viele starke Gegner besiegt. Gut. Das Jagen im Altholz muss sicher werden. Eine Sache noch. Jeder Utaru trägt eine kleine Samentasche. Von der Geburt an bis zum Tod. So gedenken wir unseren Angehörigen und ehren ihr Vermächtnis. Es würde den Familien der Jäger viel bedeuten, wenn du sie zurückholst. Ich tue, was ich kann. Ich vertraue dir. Sei vorsichtig im Wald. Bevor ich ins Altholz gehe, sollte ich zum Überlebenden. Vielleicht weiß er was über den Krallenschreiter. Da ist der Überlebende der Jagdgesellschaft. Wenn? Ich bin wegen der Maschine hier, im Altholz. Du bist hinter dem Monster her? Ich versuche es. Kann ich dir ein paar Fragen zu ihm stellen? Ich sag dir, was ich weiß. Was ist passiert? Erzähl mir alles. Wir waren zu fünft. Auf der Jagd nach Wildschweinen für den Stamm. Genau wie schon einige Dutzend Male zuvor. Maschinen kamen uns in die Quere, wie immer, wenn wir im Altholz sind. Und wie immer haben wir sie beseitigt. Doch diesmal, als wir fertig waren, hörten wir ein Brüllen. Hey, ruhig. Von den Bäumen kam ein Blitz aus Klauen und Schweif. Er schlug direkt durch Cole und Ree und Zan und griff mich an, traf meine Schulter. Da war Blut. Dann traf sie ein Pfeil in den Hals. Mein Freund Lao hat sie abgelenkt. Er rief und schrie, dann griff sie ihn an. Er verschwand in den Bäumen und sie verfolgte ihn. Zuletzt hörte ich ihn schreien, dass ich rennen soll. Also tat ich das. Ich war schon fast in Rheinklang, als ich merkte, was ich getan habe. Ich ließ Lao sterben.
Kannst du mir irgendetwas über die Maschine sagen, das mir helfen kann? Sie sah wie ein Krallenschreiter aus. Aber sie war stärker. Viel stärker. Sonst noch was? Der Panzer war dunkler und leuchtete seltsam lila. Danke. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich muss jetzt weiter. Dagegen willst du nicht kämpfen? Glaub mir. Ich weiß, was ich tue. Wenn das stimmt, dann reiß sie bitte in Stücke. Lau ist tot. Mein bester Freund. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen das lassen. Fremde. Das muss das Altholz sein. Shale sagte, dass die Jäger hier angegriffen wurden. Der beste Ort, um nach den Samentaschen der Jäger zu suchen. Ein Jägerkeller. Gemacht von Hephaestus. Auf der Lichtung ist ein toter Otaru. Das muss einer der Jäger sein. Ich muss die Maschine erledigen, bevor ich die Samentasche holen kann. Okay. Ich muss die Samentasche des Jägers einsammeln. Hab die Tasche, aber wo sind die anderen Jäger? Und der Krallenschreiter, der sie angegriffen hat. Ich sollte mit dem Fokus nach Spuren suchen. Da. Krallenschreiterspuren. Sie sind wohl den anderen Jägern tief in den Wald gefolgt. Noch ein Jäger. Der Krallenschreiter hat sie wohl gefunden. Okay, hab die Samentasche. Ich folge besser weiter den Krallenschreiterspuren. Der dritte Jäger. Ich sollte mir die Samentasche holen. Der Krallenschreiter hat ihn erledigt. Zumindest habe ich jetzt seine Samentasche. Ich muss diese Maschine aufhalten. Ich sollte nach Spuren scannen. Gut, drei Jäger. Sollte noch einer da sein. Und der Krallenschreiter verfolgt. Hier sind irgendwelche Überreste. Klebrig. Wie Baumharz. Das ist eher nicht vom Krallenschreiter. Vielleicht von einer Waffe? Sieht aus, als sei der Krallenschreiter den Felsen hoch. Eine Verfolgungsjagd mit Lau. Der Fels ist mit Furchen übersät. Die Maschine hat sich wohl festgekrallt. Mehr Überreste. Hier ist wohl eine Kralle stecken geblieben. Hat sie aufgehalten. Und der Jäger rannte weiter. Hier enden die Krallenschreiterspuren. Vom letzten Jäger ebenfalls nicht zu sehen.
Aber ich wette, ich weiß, warum diese Maschinen vor dem Spalt in der Klippe stehen. Ich sollte sie zuerst erledigen. Ich könnte Himmelsflatter überbrücken, wenn ich Teile zur Reparatur ihrer Daten hätte. Komm schon! Die Maschinen interessierten sich für den Riss im Felsen. Sollte ich mir ansehen. Wie es scheint, war Lao recht einfallsreich. Sie sind weg? Eine Rettung war nicht zu erwarten. Danke, Fremde. Ich suche den Krallenschreiter. Wo ist er hin? Du jagst ihn? Hab schon Größere bekämpft. Wer bist du? Bleib hier. Ich werde versuchen, seine Spur zu finden. Ich sag Bescheid, wenn... Lass mich das übernehmen. Für dich aufhalten. Bleib zurück und warte, bis ich schieße. Pass auf die Krallen. Ein Jägerkiller. Ein Wächter für andere Maschinen. Los! Ich gebe dir Deckung! Was?
Du bist Lao, oder? Ben denkt, er hat dich sterben lassen. Er hat's geschafft. Ich war besorgt um ihn. Du hast ihn gerettet, indem du den Krallenschreiter weggelockt hast. Und er mich, indem er dich geschickt hat. Also sind wir quitt. Ich freue mich auf sein Gesicht, wenn er erfährt, dass ich noch lebe. Geh ruhig zurück. Und danke für die Hilfe. Das Verlangsamen hat geholfen. Hier bitte, nimm das. Ich kann für mich noch eine herstellen. Aber hoffentlich nicht nach dem hier. Vorerst nicht. Noch ein Jäger kann nach Hause. Jetzt muss ich nur noch Shael die Samentaschen zurückbringen. Da ist Shael. Ich sollte ihr die Samentaschen geben, die ich aus dem... Aloy, Lao ist dank dir wieder zurück bei uns. Ist es sicher, wieder Jäger loszuschicken? Es wird da draußen nie ganz sicher sein, aber der Krallenschreiter ist tot. Hier, die Samentaschen. Ich sorge dafür, dass ihre Familien sie zur Pflanzung bekommen und zur Erinnerung. Lao und Wen würden dir bestimmt gern selbst danken. Du findest sie im Hain. Es war mir eine Ehre, Aloy. Möge das Land gut zu dir sein. Wo ist Pa? Kommt sie wieder zurück? Dann komm zurück. Zu mir mit deiner Antwort.